der unteren Mitte der Aufzugskonstruktion ist der Motor. Ich kann ihn inspizieren, um zu sehen, ob man ihn reparieren kann. Wenn es mir gelingt, habe ich einen Weg zurück nach Veildale und Elisabeth kann ohne Risiko mit mir in das Tal des verborgenen Dinosauriers kommen. Okay, dann hoffen wir, dass es jetzt hier fix geht. Mal gucken. Sonst wird das halt mit Überlänge. Okay. Doch von der anderen Seite. Sprechen wir mal mit dem Motor. Der Motor hat wirklich schon bessere Zeiten gesehen. Er ist kaputt, rostig und hat keinen Kraftstoff. Selbst wenn er heil wäre, so startet er von irgendeiner Vorrichtung, die sich irgendwo in der Nähe befinden muss. Das Haus da hinten scheint ein Kontrollraum zu sein. Das muss ich näher untersuchen. Okay. Gucken wir mal. Da hinten. Ja, Moonshadow ist ordentlich eingefroren. So, mal gucken. Die Tür ist verschlossen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Die Tür zu dem kleinen Haus ist mit einem Hängeschloss verschlossen und ich komme nicht hinein. Ich frage mich, ob es einen versteckten Schlüssel in der Nähe gibt. Auf der Türkante? Unter einem Fenster vielleicht? Oder in einem verschneiten Blumentopf? Es ist wert, etwas danach zu suchen. Ich will das kleine Haus hier gerne näher untersuchen. Okay, jetzt müssen wir erstmal einen Schlüssel finden. Der ist bestimmt am letzten Punkt, wo man ihn suchen kann. Weil Star Stable ganz genau weiß, welche Reihenfolge man wählt. So, da hinten. Auch nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Auch nichts. Na, da ist er ja. Supi. Zack. Jetzt ist es auf. Der Schlüssel passt. Die Tür ist nun offen. Bloing. Kann man hier so rein mit Pferd? Ja. Warum nicht, ne? Das hier ist ein Kontrollraum für den Aufzug. Das Kontrollpanel ist alt und wurde mit bester Ingenieurskunst um die Jahrhundertwende gebaut. Das muss ich genauer kontrollieren, um zu sehen, wie beschädigt das Kontrollpanel ist. Ich hoffe nicht allzu doll. Das Kontrollpanel scheint intakt zu sein, obwohl es seit 100 Jahren nicht mehr verwendet wurde. Das Haus hat die empfindliche Mechanik vor Wind und Wetter geschützt. Na immerhin, ein Lichtblick. Wenn ich Sachen finde, die ich als Reserveteile für den Motor verwenden kann, kann ich ihn eventuell reparieren. Wenn ich noch brauchbaren Kraftstoff finde, gelingt es mir vielleicht, den Aufzug zu starten. Ich möchte wirklich einen sicheren Weg zwischen diesem spannenden Tal hier und Veildale finden. Erst dann kann Elisabeth mit mir hierher kommen. Als ich nach dem Schlüssel suchte, waren ein paar Objekte im Schnee zu sehen. Vielleicht gibt es ein paar Sachen in der Gegend, die man als Reserveteile verwenden kann. Mir wäre auch, als ob ich einen Dieseltank hier im Schnee hervorblitzen sah. Ja, so ein Zufall, ne? Vor 100 Jahren haben die da noch Benzin liegen lassen. Naja, gut. Wenn dem so ist, ich weiß gar nicht, kann Benzin schlecht werden?
Wow, mein Rucksack ist voll. Yippie. Oh Mist. Schmeiß ich denn mal raus? Ich will nichts rausschmeißen. Oh Mann, das bringt so viel Geld. Dann schmeiß ich die Orangen raus. Das bringt auch so viel Geld. Ich weiß nicht, wie viel Platz ich jetzt noch brauche. Probieren wir es erstmal so. So, ein paar Stellen haben wir noch. Oh Gott, 16 Minuten schon. Ich glaube, dass ich den Teil teilen muss. Dieser Tank ist mit 100 Jahre altem Diesel gefüllt. Es gibt sicher ein Gefäß oder einen Kanister hier irgendwo unter dem Schnee, den ich mit Diesel füllen kann, um den Tank des Aufzugsmotors zu befüllen. Jo, schon wieder voll. Ach Menno, was mache ich denn da? Da muss ich mein Regenbogengold wegschmeißen. So, ich hoffe, dass es dann aber auch jetzt war. Ah, okay. Da. So. Hä? Okay. Also war es das doch noch nicht. Aber da stand doch erfüllt. Hä? Hier ist noch was. Ah, okay, jetzt habe ich es. No. Ich will nichts wegschmeißen. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Jetzt hängt mein Pferd fest. So. Auffüllen. Und jetzt in den Aufzug rein. So. Der Tank ist nun befüllt. Gut. Der Kraftstofftank ist nun mit Jahrgangsdiesel gefüllt. So, und jetzt brauche ich ja noch diese Teile. Das ist eine bunte Sammlung von Reserveteilen. Meist Schrott, aber das sollte für eine provisorische Reparatur vielleicht zu verwenden sein. Jo, okay. Ich bin sicher, dass man den Motor mit diesen Teilen hier reparieren kann. Im Kontrollraum habe ich eine Werkzeugkiste gesehen. Die brauche ich für die Reparatur. Ach Mensch. Gut, dass Moonshadow so eine Rakete ist gerade. Da. So. Absteigen. Natürlich. Eines von denen sollte hierher passen. Nochmal. Und das passt hier. Ein altes Tablett mit Essen wird. Keine Ahnung. Ich habe es nicht lesen können. Was ist das hier? Die Kon Sag mal, das geht so schnell weg, das kann man gar nicht lesen. Ich bin kein Blitzleser. So.
So, nun denke ich, dass der Motor repariert ist. Provisorisch auf jeden Fall. Ja. Nun werde ich versuchen, den Aufzug mit dem Regler im Kontrollraum zu starten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Komm, Moonshadow. Sonst wirst du noch vom Nebel verschlungen. Boing. Der Motor startet nicht. Versuch es nochmals. Bestimmt beim dritten Mal. Ja. Na siehst du. Hunderte von Jahren nicht benutzt und wir kriegen das wieder hin. Mit ein paar Blechbüchsen. Muss jetzt nochmal. Achso. Hurra, es funktioniert. Wie lange, fragt sich nur. Ist nicht ganz ohne Risiko, mit diesem baufälligen alten Aufzug zu fahren. Ja. So, und jetzt kann man damit fahren. Oder so. Steig von deinem Pferd ab. Darf mein Pferd nicht mit? Moonshadow. Komm bloß mit. Ach, puh. Okay. Gut. Dann war es das jetzt auch mit der Folge. Wenn ihr das seht, sind bestimmt zwei Teile gewesen. So. Dann. Ach so, jetzt bin ich nur oben. Und jetzt? Ach so, so und dann wieder raus. Okay. Gut. Dann reite ich jetzt nochmal eben raus. Ups. Ich weiß jetzt nicht, wo Lisa, Luisa und die anderen sind. Die jetzt draußen warten. Nee, wahrscheinlich sind sie selber im Dino-Teil. Kann ich auch verstehen. So, stellen wir uns mal schön hier vor. So, und das war's auch mit der Folge. Beziehungsweise dann mit den beiden Folgen. Und ja, vergesst nicht, das Video zu liken. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!